Hallo meine Süßen und herzlich willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin die Bibi, ich bin jetzt 45 Jahre alt, Stiefmutter von zwei Stiefsöhnen, verheiratet, wohne in einem Haus mit zwei Hunden, zwei Mäusen und einer Katze. Seit neuestem haben wir eine Katze. Ja, das war für alle, die neu sind auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalässt oder einen Daumen hoch. Solltet ihr das tun, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wer ihr seid, woher ihr kommt und wie alt ihr seid. Das ist jetzt ganz wichtig seit neuestem, damit ich weiß, wie alt meine Abonnenten sind. Ich habe letztes Video schon gefragt, wie alt die Leute sind und ich bin wirklich überrascht, dass, also eigentlich bin ich nicht überrascht, ich habe mir eh gedacht, dass sie so um den Dreh herum sind. Es sind ein paar, die wirklich unter 20 sind, aber der Großteil ist so ab, ich will jetzt niemanden auslassen, aber ab so 35 aufwärts und ich finde das super cool. Ja? Und danke nochmal, dass ihr alle so zahlreich geantwortet habt, ich freue mich da irrsinnig drüber. Ja, heute habe ich ein bisschen ein längeres Video für euch, also ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert das Video. Und zwar habe ich das am 1. Jänner gemacht. Ihr habt es gesehen, am Anfang die kleine Sau und ich habe auch ein Schwein in der Hand gehabt. Welcome, Prosit 2020, also bei uns sagt man Prosit, ich glaube, das sagt man überall, glaube ich, keine Ahnung. Habe das Video am 1.1. aufgenommen, also voll motiviert. Und da es ein Feiertag war, ist es wieder mal alles sehr, sehr gemütlich gemacht worden, weil ich habe euch ja schon einmal im Video erzählt, bei meiner normalen Morgenroutine, wenn ich arbeiten tue, geht alles relativ flott und da halte ich mich auch nicht auf mit irgendwelchen Shishi oder dieses oder jenes oder was weiß ich, ja, sondern ja, ich mache, was gemacht werden muss und das mache ich relativ flott. Und wenn es so wie da eben ein Feiertag ist, ja, da lasse ich mir halt Zeit. Da mache ich alles langsam und gemütlich. Es setzt mich ja niemand und außerdem muss ich ja die Zeit irgendwie rumkriegen. Ne? Ja, wie immer fange ich in der Küche an. Alle, die mir schon länger folgen, wissen das. Und wir halten uns auch relativ lang in der Küche diesmal auf, weil ich doch ein bisschen hiervon, ein bisschen davon mache. Ich mache jetzt kein Deep Cleaning, aber mir ist dann immer irgendwas anderes eingefallen, was ich tun könnte oder tun möchte und bin auch 27 Mal weggegangen und dieses erledigt und jenes erledigt. Ja. Ich hoffe, ihr seid einmal gut rübergerutscht ins neue Jahr, ins 2020er Jahr. Jetzt meine Frage an euch, habt ihr irgendwelche Vorsätze? Ich meine, hat man das noch? Ich nehme ja schon seit Jahren nichts mehr vor, weil dieses mit mehr Sport und weniger Rauchen und gesünder Essen, ja, das funktioniert bei mir sowieso nicht. Ja. Obwohl gesünder Essen ist jetzt relativ, ich ernähre mich ja jetzt vegan. Ja, lassen wir mal gelten unter gesünder Essen, aber das habe ich ja jetzt schon im September angefangen, oder im Oktober angefangen. Das zählt ja jetzt nicht unbedingt als Neujahrsvorsatz. Ja. Dass mein Rauchen aufhören hat ja auch nicht funktioniert letztes Mal. Ja. Also schade, ja, leider wieder nichts. Ja. Das war das 6. Mal, dass ich versucht habe aufzuhören, aber meine Güte, irgendwann wird es schon klappen. Und das mit mehr Sport, das ist auch so eine Sache bei mir. Nicht. Ich bin ja jetzt nicht wirklich sportlich, ich habe immer so Phasen, da reiße ich die Welt nieder, ja, da renne ich dann ins Fitnesscenter und melde mich an und kaufe mir irgendwelche sauteuren Sportgeräte. Die verwende ich dann auch 2-3 Monate. Ja. Und das war's dann. Also Fitnesscenter ist auch so eine Sache, weil ich bin keine, die in so Hüpfstunden geht. Ja, meine Freundin wird mit mir in so Hüpfstunden gehen, ja, das bock ich gar nicht. Also dieses links und rechts und yeah, und alles ist super und toll und geht's euch gut. Alter, gescheißen, mir geht's nicht gut, ich will die umbringen. Ja. Deswegen mag ich keine Hüpfstunden aus Liebe zu meinen Mitmenschen, damit ich niemanden töte. Wenn Fitnesscenter, dann eher so Geräte oder also auf Kraft halten. Ne? Ja, da ist aber meine Freundin nicht dafür. Nicht? Also, ja, also sind wieder mal alle anderen schuld, dass ich leider keinen Sport machen kann. Ja? Ich meine, ich hätte auch im Keller genug Sachen, um Sport zu machen, aber ja, der Schweinehund halt ganz einfach. Ja, also wie schaut es bei euch aus? Seid ihr auch voll motiviert? Habt ihr Vorsätze? Fangt ihr an mit Sport? Hört ihr auf zu rauchen? Esst ihr gesünder oder keine Ahnung? Was habt ihr euch so vorgenommen fürs neue Jahr? Schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare rein. Und das ist eins von den Sachen, die ich halt zusätzlich gemacht habe. Ich habe so einen Kartoffel- oder einen Zwiebelbehälter und einen Knoblauchbehälter und die habe ich mal wieder rausgeholt, ausgewaschen
und die neuen Kartoffeln und neuen Zwiebeln eingeräumt. Jo. Ja, wie gesagt, es ist der 1. Jänner 2020, sprich es ist ein Feiertag für die meisten. Für die meisten, glaube ich, ist es ein. Also es ist auf jeden Fall ein Feiertag und die meisten haben auch frei. Manche müssen natürlich auch arbeiten zu den Feiertagen, so wie Ärzte, Krankenschwestern, Feuerwehrmänner, Polizisten, U-Bahn-Schaffner, das komplette Pflegepersonal im Allgemeinen. Ja, also die müssen alle arbeiten. Alle, die aus dieser Branche kommen, ein herzliches Dankeschön einmal dafür. Ich weiß, einer von meinen Zusehern ist Krankenpfleger. Heißt das jetzt Krankenpfleger? Es heißt ja auch nicht mehr Krankenschwester, es heißt ja Krankenpfleger und Krankenpflegerin. Ja? Also ich weiß, einer von meinen Zuschauern ist Krankenpfleger. Wie gesagt, danke an all die Leute an dieser Stelle. Muss ja auch mal gesagt werden, weil ist ja blöd, wenn wir uns an einem Feiertag, in Finger halb abschneiden und sagen, schade, leider Feiertag, wir können sie leider nicht behandeln. Ne? Ja, das wäre halt blöd. Ne? Aber Gott sei Dank gibt es diese Menschen, die solche Berufe ergreifen. Für mich wäre es ja nichts. Ich habe jetzt nicht so die soziale Ader. Ich war zwar mal bei der Rettung, wie mein Kind ganz klein war, also vor 20 Jahren herum. Scheiße, bin ich alt. Mein Kind ist schon alt, der wird 23 nächste Woche. Scheiße, wandern. Ich war vor 20 Jahren, wie er so 2, 3 war, war ich bei der Rettung. Das war recht lustig, sage ich. Also nicht im Sinne von, oh Gott, leidende Menschen oder so, aber es war so, das Drumherum war wirklich recht lustig und recht nett. Da habe ich damals meinen sozialen Beitrag geleistet zu dieser Welt und ansonsten bin ich jetzt nicht der soziale Mensch. Also ich könnte weder Kinder pflegen, noch Menschen pflegen, mit alten Menschen könnte ich auch nicht arbeiten. Also ich finde das immer sehr bemerkenswert, dass Menschen das mit einer Hingabe machen. Wirklich, die gehen auf in ihren Job. Ich denke mir immer, oh mein Gott, was soll ich tun? Oder ich habe auch keinerlei Berührungspunkte mit geistig behinderten Menschen, ja, und deswegen könnte ich mit denen auch nicht. Die sind mir immer sehr, denke ich mir immer, oh mein Gott, oh ja. Also ich habe jetzt sogar ein bisschen Angst, ja, obwohl ich weiß, die tun mir ja nichts. Ja, also die sind ja eh, die tun eh keinem was, ja. Aber nachdem ich niemanden kenne, ist es halt immer so, ihr wisst, wie das ist. Alles, was nicht der Norm entspricht, wird einmal komisch beäugt. Ja? Also ich kenne das auch von mir. Ich bin sehr groß und komplett tätowiert. Und wenn ich im Sommer mit einem kurzen Leibel gehe, schauen mich die Leute auch an. Ne? Weil ich eben nicht der Norm entspreche. Ja? Und ich finde das wirklich super toll, dass Menschen solche Berufe ergreifen und wirklich Hut ab vor all denen, die soziale Berufe ergreifen und mit behinderten, alten Menschen arbeiten, kranken Menschen arbeiten, Kinder arbeiten. Ja, wirklich super. Ja, hätten wir das auch mal erledigt? Muss ja auch mal sein. Ne? Wie gesagt, das ist ein Feiertag. Ich bin wieder mal top gestellt, obwohl dieses Mal habe ich die Haare sogar halbwegs gemacht. Ich habe ja schon beim letzten Video gesagt, ich bin keine, die sich schminkt für ein YouTube-Video zum Putzen. Ich finde das sehr übertrieben. Ich schmink mich im Allgemeinen nicht wirklich mehr. Also ich habe jede Menge Schminkzeug, habt ihr ja gesehen bei meinem Badezimmer-Video, aber ich verwende es nicht. Ja, da habe ich meinen Diffuser, den habe ich dann auch wieder mal aufgedreht, weil ich finde den Diffuser ja super und mit einem Wild Orange und zwar habe ich die Öle von doTERRA. Finde ich toll, sind gut, sind ein bisschen kostspieliger, aber dafür braucht man ja auch viel weniger. Und die kriegt man auch so im Handel nicht. Ich glaube, man kann sie online bestellen. Ich bestelle sie über eine Freundin. Stichwort, ich brauche ein Lemon
und ein Wild Orange demnächst bald. Na? Also schreib's dir bitte auf, liebe Brini, weil ich weiß, ich merke mir das nicht. Ja, auch wieder mal die Mikrowelle ordentlich geputzt und den Backofen von Resch und Frisch. Und natürlich auch den Rest der Küche. Ne? Ich werde euch demnächst ein Video über meine Putzmittel machen, weil ich wurde schon ein paar Mal gefragt über meine Lieblingsputzmittel. Ihr wisst, dass ich das meiste von Provin verwende. Den Link habe ich euch unten in der Infobox auch verlinkt von meinen Putzmitteln. Aber ich werde euch ein extra Video machen, weil ich verwende nicht nur Provin-Produkte, ich verwende auch was anderes. Aber das zeige ich euch alles in dem Video. Ich hoffe, ihr seid dafür. Könnt ihr mir auch unten in die Kommentare reinschreiben. Interessiert euch dieses Video über Putzmittel oder nicht? Oder ja, dann schreibt es mir doch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Putzmittel, soll ich auch eben die Elektrogeräte rennen, wie den Staubsauger. Punkt. Weil viel mehr Elektrogeräte habe ich noch nicht so gut. Oh, ich habe noch meinen Kirch, aber den habt ihr noch nicht gesehen. Ja, also schreibt es mir unten in die Kommentare rein, welche Fragen ihr bitte bezüglich der Putzmittel habt. Weil dann kann ich das im Video dann auch aufnehmen. Und ihr seht, ich war top motiviert. Ich habe auch meine Kasteln, meine Fronten oben abgewischt. Letztens habe ich sie ja wieder mal unten abgewischt und unten sind sie auch viel schmutziger als oben. Aber hin und wieder, wenn dann die Sonne so drauf scheint bei den Hochglanzfronten, dann sieht man halt schon, denkt so, vielleicht sollte ich das wieder mal abwischen. Ja, also ja, also habe ich das links und rechts vom Herd gemacht. Und jetzt glänzen sie wieder. Das Licht ausgegangen, aber ich glaube, es hat nur irgendwo einen Wackelkontakt. Das ist so eine Stecklampe, ja? Und irgendwie war es auf einmal finster und sie spinnt auch jetzt ein bisschen, aber die Stecker sind grundsätzlich alle ordentlich drin. Mal schauen, wie lange sie noch lebt, ansonsten muss ich die ganze Lampe austauschen. Das ist ein bisschen mühsam, aber naja, ich glaube, das wird dann eher eine Aufgabe für meinen Mann. Ich habe in diesem Video auch ein bisschen was anderes probiert beim Schnitt. Ich hoffe, ihr werdet nicht zu schwindelig davon. Ich habe jetzt wirklich alles rausgeschnitten, wenn ich mal kurz den Raum verlasse, das lasse ich normalerweise drinnen, aber dieses Mal habe ich es rausgeschnitten. Das Video hat ursprünglich, glaube ich, 3,5 Stunden gedauert. Ja, ich lasse die Kamera laufen und gehe dann raus und keine Ahnung, und dann gehe ich mal aufs Klo oder sonst irgendwas und die Kamera rennt ja trotzdem. Und das muss man natürlich alles rausschneiden und dieses Mal habe ich es wirklich abgepasst. Ich habe auch relativ lange gebraucht, das Zuschneiden. Ja, die Videos, ich habe gestern doch den ganzen Nachmittag mit dem Zuschneiden verbracht und das Voice-Over mache ich erst
heute. Also habe ich gestern nicht mehr geschafft, aber wenn ich am Abend das Voice-Over mache, dann muss ich nicht mehr gähnen und das hört man dann mich so. Ja, und das hört sich ein bisschen blöd an. Ja, das ist auch, mache ich auch jetzt nicht so oft meine Spüle einlassen, das ist auch von einem Provin, aber das stelle ich euch auch alles in dem neuen Video vor, wie gesagt. Ja, das war die Lötlampe, die haben wir braucht zum Bleigießen zu Silvester. Weil mit der Kerze wird man da irgendwie alt dabei und deswegen hat mein Mann die Lötlampe aus der Garage geholt. Ja, Männer halt, ne? Ich finde das ja auch immer so lustig bei den anderen YouTuber, wenn die eben die auch so gestylt sind. Ich finde es faszinierend, ja. Ich schaffe es einfach nicht, dass ich mich in der Früh schmink oder sonst was. Ihr seht, ich mache mir nicht einmal die Haare, ja. Also ja, ich bin ziemlich zusammen. Ihr habt es mich ja im Christmas Special Video, habt es mich ja gesehen mit offenen Haare. Für alle, weil ich oft Zuschriften bekommen habe, kannst mal die Haare offen haben. So, habt ihr gesehen, ja, fürchterlich geht mir eigentlich am Nerv offene Haare, deswegen habe ich sie auch immer zu. Das ist alles, was ich schaffe an Beauty und Wellness in der Früh. Ich meine, ich wasche mir mein Gesicht hin und wieder schmiere ich mich auch ein. Ich bin da eine sehr untypische Frau, ja. Also, ich gehe einmal im Monat zur Kosmetikerin und die soll dann alles machen, was notwendig ist und das muss dann einen Monat lang halten. Also, ich bin da ganz, ganz, ganz untypisch, ja. Ich kann mich doch nicht so begeistern für Cremchen hier und Cremchen da. Das ist alles so aufwendig, ja. Boah. Seid ihr auch so oder seid ihr schon jene, die sich in der Früh wirklich die Zeit nehmen und sich stylen und einschmieren und dort ein Cremchen, da ein Cremchen. Ich meine, ich habe es ja alles, aber ich verwende es kaum. Ja, würde mich interessieren, wie das bei euch so ist. Ja? Seid ihr so solche Frauen, die sich stylen und tunen jeden Tag? Ja, bei mir ist es ja auch so, ich verlasse das Haus ja recht selten. Ich arbeite von zu Hause aus und wenn ich es verlasse, dann fahre ich einkaufen. Da muss ich mich jetzt auch nicht so oft brezeln. Ja, deswegen, hin und wieder habe ich so Anflüge, da mache ich es. Ja, da schaue ich dann alle an mit, bist du geschminkt? Ja, ich kann es auch, also können. Ja, also ich schaue nicht aus wie ein Clown. Aber ich bin einfach zu voll. Ja, ich kann euch aber auch so wie die anderen YouTuber dann sagen, was ich anhabe. Ich habe eine Leggings von Primark an um 7 Euro. Die Socken sind auch von Primark um 2,50 Euro, also total sexy. Und der Pullover ist, glaube ich, vom New Yorker. Also, komplettes Outfit hat gekostet, weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas. Ah, die Crocs, nein, die Crocs sind echte, die Crocs alleine kosten, glaube ich, weiß ich nicht, 22 Euro oder so. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Markenfreak. Ich habe gewisse Marken, so wie ich habe meine Axe im Winter, meine Converse im Sommer und die Crocs für zu Hause, also bei Schuhe habe ich hin und wieder Marken, aber auch nur hin und wieder. Bei Jeanshosen eigentlich schon, weil die meisten mir zu kurz sind. Und so schaut mein Boden aus, wenn ich die Küche mache, weil ich habe vorher alles nur runtergeschmissen. Ja, und das sind alles möglichen Krümeln und was weiß ich, was da alles herumliegt. Ne? Weil das sieht man halt so nicht immer. Ich meine, so schaut mein Boden auch nicht immer aus. Ja? Aber ich habe jetzt, weil ich gewusst habe, ich tue nachher eh aufwaschen und die Teppiche waschen, habe ich alles einfach runtergebaut. Der Staubsauger braucht ja was zum Tun. Und ich liebe meinen Dyson. Ich finde den super, ich habe euch den auch unten verlinkt. Also alle, die keinen haben, lasst euch sowas schenken oder spart auf das. Ich finde diese Sauger super. Und das ist mein Wischmopp, der ist von Provin. Heute habe ich sogar einmal ein bisschen Putzmittel dazu genommen, weil meistens wasche ich ja nur mit Wasser auf, weil der Wischmopp eigentlich wirklich toll ist. Ja? Und heute habe ich ein bisschen zur Feier des Tages im neuen Jahr. Habe ich ein bisschen Putzmittel dazu genommen.
Es war zwar nicht Montag, weil durch diese Feiertage und diese Feiertage und zu Hause und nicht arbeiten so, bin ich dann immer so ein bisschen außerhalb der Spur. Es war schon Mittwoch, ja, der erste war ein Mittwoch, ja, und habe halt erst am Mittwoch Betten überzogen. Ja, weil ich immer dachte, am Montag habe ich irgendwie, keine Ahnung, verschlafen. Da habe ich gearbeitet, ja, am Montag habe ich gearbeitet. Ja. Da habe ich dann irgendwie verschlafen und dachte, machst du das morgen? Da habe ich gedacht, nein, wollte ich dann auch nicht zu Silvester direkt. Ja. Und habe gedacht, ja, wurscht, machst du das am 1., damit am 1. alles schön ist. Ja. Ich hab, meine Freundin ist ja eine, die macht alles noch, hat alles noch am 31. gemacht oder vor am 31. gemacht. Die hat den die ganze Zeit herumgewuselt und das muss machen, das muss machen, das muss machen. Ich habe genau gar nichts gemacht am 31. Ich bin auch nicht sehr abergläubisch, ja, weil sie hat gesagt, ja, ich muss die Wäsche weg haben, weil wenn man zu viel Wäsche hat, über Silvester hat man im nächsten Jahr auch viel Wäsche. Und man dachte, ja gut, das, ich kann jetzt zwar Mitbewohner da schießen, dann hätte ich weniger Wäsche, ja, aber also da bin ich jetzt nicht so abergläubisch. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr abergläubisch? Also, weil ich kenne das gar nicht mit der Wäsche. Ja, ich habe zwar dann gegoogelt und da ist halt drin gestanden, man soll keine Laken aufhängen, weil sich dann die Geister drinnen verfangen und das als Totentuch nehmen. Also ganz spooky, ja. Ja, ich bin noch nicht, Freitag der 13. ist mir eigentlich auch wurscht oder die schwarzen Katzen sind mir eigentlich auch egal. Was bin ich? Ich bin ja ein bisschen abergläubisch schon, aber nicht so extrem, ja. Also, ja. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr abergläubisch? Ist wenn eine schwarze Katze kommt, dann so Panik? Oder Freitag der 13. verlasst ihr nicht das Haus? Oder ja. Oder erzählt mir mal, was es noch so für Aberglauben gibt. Ich kenne mich da ja nicht so aus, weil ich ja jetzt nicht so versiert bin in den Sachen. Und ja, wir haben ja ein Wasserbett und das haben wir jetzt auch schon 7 Jahre oder 6 Jahre, ich weiß es jetzt gar nicht. Ja. Aber mein Mann hat beschlossen, wir werden uns im Laufe des Jahres ein neues Bett kaufen, weil er schläft nicht mehr gut drauf. Okay, weil ich wollte an und für sich einen neuen Kopfteil machen für dieses Bett, so mit Knöpfen drauf und so mit Schaumgummi und so. Eben so Knöpfe, die so reinversetzt sind, damit das alles recht hübschlich ausschaut. Wollte ich unbedingt machen, aber nachdem mein Mann gesagt hat, nein, er schläft nicht mehr so gut, er möchte ein neues Bett haben, lass ich das. Es wäre eher Hundshocken gewesen. Aber und ja, es ist schon toll, aber es ist halt auch, ein Wasserbett ist relativ mühsam. Ja? Man muss es immer wieder entlüften und man muss es die Matratzen schon abziehen und so. Siehst du, da könnte ich euch auch mal ein Video drüber machen, wie ich das mache, wie das funktioniert, wie das ausschaut. Es ist nämlich relativ grauslich, weil wenn man die Matratzen schon runtergibt, hat man drunter so ein Plastik und das ist relativ grindig. Ja, und das ist normalerweise in der Matratze drinnen. Ja, ja, ist halt so. Da werde ich euch auch mal ein Video darüber machen, falls es euch interessiert. Falls es euch interessiert, kann ich euch gern ein Video dazu machen. Wie gesagt, einfach unten in die Kommentare rein. Und ja, ich habe das Bettzeug. Ich muss es einfach aufs Fenster hängen, das ist halt so eine kleiner Tick von mir und ich meine, ich wohne in einem Einfamilienhaus, insofern fallen sie ja nicht weit. Im 10. Stock würde ich mir das wahrscheinlich überlegen, weil 10 Stock runter und wieder rauf bist, unten bist, ist der Polster weg. Aber dieses Mal ist mir nichts rausgefallen. Ja, ich schaue nicht in die Kamera, sondern die Kamera steht fast vorm Fernseher. Deswegen schaue ich immer so blöd. Zur Kamera. Ja, da habe ich schon meine amerikanischen Freunde laufen. Das habe ich mir mal angeschaut, ich glaube die Henna. Die Überdecke habe ich jetzt noch nicht drauf gegeben, weil die ist zu diesem Zeitpunkt noch im Trockner. Die habe ich in der Früh gewaschen. Und
da war sie gerade im Trockner drinnen und mir dachte, ja wurscht, gibt's das halt nachher drauf. Und dieses Mal habe ich was Neues ausprobiert. Ich habe die Wäsche vorsortiert. Sprich, das, was ich wirklich bügeln muss und Socken und die Kinderunterhosen und BHs und solche Sachen habe ich aussortiert. Das muss ich ja nicht wirklich bügeln. Das habe ich auf die Seite gegeben und habe das auf den Haufen gegeben, was ich wirklich tatsächlich bügeln muss, möchte. Je nachdem, wer wisst, ich bügel ja auch Handtücher teilweise, ja. Bettzeug, ja, solche Sachen bügel ich alles. Ja. Leggings bügel ich keine, weil die habe ich gerade in den Kasten reingegeben. Und habe das eben dieses Mal vorsortiert und dann auch vorher zusammengelegt. Ja, also die Unterhosen und die Socken und ja, den Pullover von meinem Mann. Habe eben die Kinderunterhosen vorsortiert, die Socken zusammengelegt, meine Schlüppis auf die Seite, BHs und die ganzen Sachen, weil die Unterhosen von meinem Mann werden ja gebügelt. Ja. Ja, mein Hund ist ein bisschen nervös an dem Tag. Ich weiß auch nicht, er war ein bisschen sehr anhänglich. Ich meine, ihr wisst es, er liegt beim Bügeln immer irgendwo am Bett, aber dieses Mal war er sehr, sehr am Ort des Geschehens. Ich hasse Socken zusammenlegen. Ich hasse es wirklich. Und meine Freundin hat mir erzählt, ja, sie legt die Socken nicht mehr zusammen. Nein, sie nicht. Irgendwer legt die Socken gar nicht mehr zusammen. Sie gibt die Socken einfach einzeln zu den Leuten in den Kasten. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Sie können die Socken einfach so reinhauen. Sie müssen sich selbst die richtigen Socken suchen. Socken. Blablabab. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oder sie müssen es... Okay, nochmal von vorne. Vielleicht sollte ich das auch probieren, dass ich ihnen die Socken einfach einzeln in den Schrank oder in die Lade lege und sie müssen sich selbst die passenden Socken suchen. Boah, bist du aber, der Satz hat aber schon wirklich viele S, ja? Passenden Socken suchen. Obwohl, wahrscheinlich werden es dann ohne Socken gehen, ja? Schaut euch den Zwetschi an. Bum, 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 bum. Ganz heimlich, still und leise haben sie sich darauf gebrüstelt. Ist ja super, wenn man die frisch gewaschene und getrocknete Wäsche dann wieder voll mit Hundehaare hat. Das ist toll. Ja, mein Zwetschge hart nämlich irrsinnig. Sommer, Winter, immer. Der schaut üppig, wie man sich's macht. Aber ich lege ihn dann eh runter, weil das ist ein bisschen... ist ein bisschen störend, wenn der Chihuahua da oben liegt. Aber Schatz, ich habe ihn auf seinen Prinzessinnenpolster gelegt. Ich habe euch das Bügeln mit einem super Schnelldurchlauf gefilmt. Und ich habe trotzdem alles gefilmt. Ich überlege dann immer, ob ich einfach die Hälfte rausschneiden soll. Oder ob ich es dann trotzdem laufen lassen soll und dann halt den Schnelldurchlauf machen soll. Aber ich habe relativ genau eine Stunde gebügelt an dem Tag, also mit Vorsortieren. Ja, und wenn ich mir meine amerikanischen Freunde anschaue, dann denke ich mir immer, aha, da war jetzt ein Schnitt drinnen, weil, keine Ahnung, das Geschirr ist jetzt weg oder die Wäsche ist jetzt weg oder so, ja. Aber man weiß ja dann nicht, wie es weggekommen ist. Ich meine, ja klar, es ist also bei denen gefaltet oder bei mir gebügelt und es ist halt einfach weggeräumt, dann kannst du schon vorstellen, wie es funktioniert. Aber ich denke mal, ich lasse halt die Kamera laufen, ihr könnt es mir aber gern sagen, ob ich das zu lange dauert oder ob euch das am Nerv geht, wenn das so lange die Büglerei ist, trotz des Highspeeds. Aber ich bügel halt meistens so zwischen einer halben Stunde und Stunde bügel ich schon immer. Ja? Also so lang brauche ich schon. Aber man kann ja auch ein bisschen vorspulen. Es war trotz Aussortieren doch relativ viel. Und ja,
Auch meine Bügelstation habt ihr unten verlinkt, weil viele fragen mich immer, mit was ich bügele. Dann mit einer Bügelstation, mit einer Dampfbügelstation. Ich glaube, Roventa, Tefal, ja. Und mein Mann hat gesagt, ich muss mit der neuen Nähmaschine etwas nähen, also habe ich ihm eine Weihnachtsunterhose genäht. Ich habe zwar nicht die neue Nähmaschine dafür benutzt, weil ich das mit der Overlock genäht habe, aber egal. Und die habe ich ihm dann zu Weihnachten geschenkt und der hat so aufgemacht, hat zur Seite gelegt, sage ich, was ist mit dir? Du sagst, ich soll dir was nähen mit der neuen Nähmaschine. Und er, ah, die hast du selbst genäht? Sage ich, natürlich, ja. Und er, ach so, ja, also... Er kennt es nicht einmal, wenn es selbst genäht ist. Hab ich gesagt, es ist ja kein Zettel drinnen oder sonst irgendwas. Ne? Ja, aha, ja, nein. Ja, aber sie gefällt ihm und sie ist vor allem sehr bequem, hat er gemeint. Jetzt habe ich wenigstens, jetzt weiß ich, was ich mit meinen Stoffresten mache, wenn es sich denn ausgeht. Da braucht man gar nicht so wenig Stoff für so eine Boxershort. Also, für die Boxershort meines Mannes, weil ihr kennt ja meinen Mann, der ist ja jetzt nicht klein und zart, der ist ja doch groß und breit. Da brauche ich halt dann ein bisschen mehr Stoff. Ja, und wie immer beim Bügeln, was erzähle ich da? Ja, danke an alle neuen Abonnenten und wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Dafür braucht ihr nur unten auf den roten Abonnier-Button drücken und daneben das Glöckchen anklicken, dann bekommt ihr Nachrichten, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn es denn so ist. Wenn euch mein Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn es euch nicht gefällt, gebt es einen Daumen nach unten oder weil ich gerade war im Shadow ist, könnt ihr mir einen Daumen nach unten geben. Jawohl, die Daumen sind mir eigentlich relativ... Sie scheue ich gar nicht so. Nicht? Ich freue mich immer, am meisten freue ich mich wirklich über Kommentare, wenn ihr mir reinschreibt, wer ihr seid, woher ihr kommt, wie alt ihr seid vor allem, meine neueste Statistik, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Ja? Nur so kann ich mich auch danach richten. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mich abonniert, freut es mich besonders. Ihr könnt auch gerne diese Videos teilen, weil das bringt uns YouTuber voran. Dass unsere Videos geteilt werden und dass man relativ viele Abonnenten hat. Das ist das, was für YouTuber zählt. Obwohl ich freue mich am meisten eben über Kommentare unten in der Kommentarfunktion, weil ich da meine kleine Community ein bisschen besser kennenlerne und ich finde das halt einfach schön, wenn man dann die Leute immer wieder liest und sich freut. Ah, und jetzt weiß ich auch, wie alt diejenigen sind und. Der Trockner war zwischenzeitlich fertig. Ich habe den Jungs das Gewand in ihre Wäschkörbe gegeben und ihnen in die Hand gedrückt, weil sie wollen ja nicht vor die Kamera. Und dann kommt das übliche Badezimmerchaos. Dabei war ich schon am Waschen den ganzen Tag. Ne? Aber ja, meine Bettwäsche, die Bettwäsche von oben ist da dabei, also von einem von oben. Der Zettel ist schon wieder da. Ihr kennt das, das Aussortieren ist bei mir wichtig. Und es hört ja nicht nach dem Badezimmer auf, ich habe ja doch noch das Vorzimmer, das Wohnzimmer auch am Video drauf. Obwohl ich im Intro habe ich es weggelassen, weil ich mir gedacht habe, ich kann es jetzt nicht nur fünf Pop-Ups machen. Aber ja. Ach ja, wie gefällt euch denn die neue Musik? Ich glaube, ich habe euch letztes Mal schon gefragt, weil ich habe ein neues Schneideprogramm und da ist die Musik integriert und da muss ich sie mir nicht extra runterladen. Ja, gefällt euch die Musik? Wollt ihr ein bisschen was Härteres oder ein bisschen was Langsameres? Ich mag ja dieses Rockige sehr. Und ja, das sind halt einige Musiktitel. Das sind lauter Instrumentalversionen, die sind vorgegeben und... Da muss man auch nicht extra zahlen, das finde ich echt super.
Ja, wie vorher, bevor ich im Badezimmer irgendwas mache, tue ich immer das Klo einsprühen und gebe so ein Ding rein. Ah ja, das wollte ich euch mal zeigen. Beim Spiegel sieht man die Tapper jetzt nicht. Ich dachte, man sieht sie vielleicht in der Kamera, aber man sieht sie leider jetzt nicht. Aber es ist mir ein Rätsel, wie die Zahnpasta da oben auf das Ablagebrett kommt. Ja. Vor allem, das war von gestern. Ja. Also gestern oder vorgestern habe ich das geputzt. Also vor ein oder zwei Tagen habe ich das geputzt und heute schaut schon wieder so aus. Ja. Aber es ist mein Rätsel, das habe ich euch auch schon einmal gefragt und es wurde mir bestätigt, bei den anderen, bei euch schaut es auch so, also bei vielen schaut es auch so aus, ja. Da glaubt man immer, ich habe das Badezimmer eine Woche lang nicht geputzt. Nein, ich mache das schon jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag, wenn ich so Wochenende und Ferien und so, ja, da jeden zweiten Tag, aber nein, ich mache das schon regelmäßig. Ich mache das nicht nur alle drei Wochen, weil das wird sich mit den Videos ja gar nicht ausgehen. Wenn jede Woche ein Clean with Me Video hochkommt, muss ich es ja mindestens einmal die Woche machen. Und ja, ich habe auch immer, ich putze mein Klo natürlich und ich nehme es auch auf, weil viele sagen, ah, ich finde es grauslich, wenn du dein Klo putzt, na dann schau weg. Aber es gehört ja dazu, jeder muss sein Klo putzen, ja, ich sag's immer wieder. Da habe ich so Desinfektionstücher. Eine Followerin hat gesagt, die Desinfektionstücher bringen nichts. Okay, bringen es nichts, aber es geht mir trotzdem besser. Ja, das ist das. Es ist jetzt nicht das Flusensieb vom Trockner, weil das ist oben drinnen. Ja, ich weiß nicht, was das ist, irgendein Filter. Und den muss man auch von Zeit zu Zeit. Ich tue ihn einfach absaugen, so geht es am schnellsten. Und dann funktioniert es wieder. Dann ist das rote Lamperl aus. Da habe ich wieder meinen Provinwischmopp und auch ein bisschen Desinfektion fürs Badezimmer. Ihr wisst, ich mache das beim Aufwaschen eigentlich meistens. Es geht mir dann einfach besser. Das ist mein neuer Staubwedel. Ich habe ihn übrigens immer noch nicht gewaschen. Ich habe ihn nur ausgebeutelt und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Der Zwetschi lässt sich nicht stören. Und da habe ich jetzt nur mit dem Staubwedel so grob drüber getan. Weil ich habe überall die Deko weggegeben und jetzt ist alles auch relativ nackig. Und ja, da, wie gesagt, ich überlege noch, was für eine Deko kommt. Hier möchte ich nämlich einen Polster machen zum Draufsitzen und für hier möchte ich auch einen Sitzpolster machen. Den Schaumstoff dazu habe ich mir schon gekauft. Ja, nachdem das Vorzimmer relativ klein ist, habe ich es mal probiert mit der Kamera in der Hand, aber das ist, glaube ich, auch, da wird man, glaube ich, ein bisschen schwindelig davon. Es ist ein bisschen. Ich sollte das vielleicht langsamer machen. Beziehungsweise die Kamera doch abstellen. Ja, der ist ja auch nicht mehr super aufgeräumt, der Kasten, aber das schauen wir. Ich habe auch das Vorzimmer gesaugt und aufgewaschen, nur leider habe ich die Kamera dazu nicht aufgedreht. Ja. Also, seht ihr erst, wenn ich den Flur mache. Meine Socken sind so sexy, ha? Die Schuhe und die Socken, super sexy, ja?
Ja, da habe ich dann auch meinen Sessel abgesaugt und habe dann gesehen, dass offensichtlich entweder ein Kind oder ein Hund, schaut aber mehr nach Hund aus, nach Leckerli. Ja? Also habe ich das kurz entsorgt, habe ich das kurz weggeputzt. Ich dazu nehme ich einfach ein feuchtes Mikrofasertuch. So putze ich alles weg. Macht keine Flecken und funktioniert. Ja, ihr seht, es ist auch hier relativ kahl alles, ohne der ganzen Deko. Ich weiß noch immer nicht genau, ich habe mich, die Muse hat mich noch nicht geküsst. Aber wenn ich was neu mache, seid ihr die Ersten, die es erfahrt, wie schon gesagt. Und ich bin dann noch am Überlegen. Als nächstes Projekt habe ich mal die Pölster fürs Vorzimmer. Das wird mal das nächste sein, was ich angehe, und dann schaue ich, was ich da noch für Pölsterdecken oder Deko oder sonst irgendwas, ja. Eins nach dem anderen. Mich muss noch die Muse küssen. Ja, in dem Zimmer ist jetzt auch nicht so die Unordnung eigentlich. Da geht es immer eigentlich nur mal Tisch abwischen vom Essen, weil schaffen sie ja nicht zu essen, ohne dass der Tisch ausschaut wie so. Und dann nur Staubwischen und Staub saugen und hin und wieder aufwaschen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Von der Länge her mal was anderes, also doch ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher. Schreibt mir doch unten in die Kommentare rein, ob euch das so gefällt, ob es passt. Und am Schluss habt ihr noch zwei Videos und auch nochmal die Möglichkeit zum Abonnieren. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Willkommen bei mir zu Hause. Danke, bis dann, Bussi, Baba.